Und hallo YouTube und willkommen zu Folge 55 von Elder Scrolls Lore. Und in dieser Folge geht es um die Reptiloiden von Tamriel, die Agonia aus Schwarzmarsch. In ihrer Erscheinung gleichen die Agonia humanoiden Reptilien, aber sie zeigen auch Merkmale von anderen Arten, wie etwa ihre Fähigkeit, wie Fische unter Wasser atmen zu können durch Kiemen, deren Öffnungen sich hinter ihren Ohren befinden. Und einigen Agoniern können auch Federn wachsen. Und auch wenn Agonia eigentlich aus Eiern schlüpfen, weisen weibliche Agonia Brüste auf, wie sie normalerweise nur bei Säugetieren zu finden sein sollten. Auch scheinen neu geschlüpfte Agonia kein Geschlecht zu haben. Stattdessen entwickeln sie sich erst zu männlichen oder weiblichen Agoniern während ihrer ersten Lebensphase. Wobei es hier die Vermutung gibt, dass das Geschlecht davon abhängt, wann und wie viel Histsaft sie während dieser Zeit aufnehmen. Allerdings ist der genaue Lebenszyklus der Agonia in diesem Punkt nicht bekannt. Allerdings sind die Agonia stark vom Saft der Histbäume abhängig, da sich ihre Eier nur dann richtig entwickeln zu scheinen, wenn sie dem Hist ausgesetzt sind. Und es kommt daher auch nur selten, äußerst selten vor, dass ein Agonia außerhalb von Schwarzmarsch oder gar ganz ohne den Saft der Histbäume geboren wird. Über den Ursprung der Agonia, wann und wie dieses Volk entstand, ist an sich praktisch nichts bekannt. Sie scheinen schon immer in Schwarzmarsch gelebt zu haben und sagen über sich selbst aus, dass ihre Seelen anders sind als die von Menschen oder Elfen. Das könnte heißen, dass die Agonia nicht wie Menschen und Elfen von den Elnofei abstammen, sondern sich stattdessen auf natürliche Weise in Schwarzmarsch zu einer intelligenten Spezies entwickelt haben. Während der mythischen Ära bauten sich die Agonia dabei eine erfolgreiche und blühende Hochkultur auf, von der heute allerdings nur noch die Xanmeer, die großen Stufenpyramiden in den Sümpfen und im Dschungel von Schwarzmarsch übrig sind. Untergegangen ist dieses alte Reich der Agonia noch vor der ersten Ära, vermutlich durch den Druck der sich ausbreitenden Elfenvölker, die technologisch und magisch weit höher entwickelt waren. Im Allgemeinen ist nicht sehr viel über die Geschichte der Agonia bekannt, was vor allem daran liegt, weil diese ihre Geschichte meist nicht gerne an Außenstehende weitergeben. Die wenigen Agonier, die freiwillig Schwarzmarsch verlassen, fügen sich dann meist still und ohne weitere Probleme in jede andere Kultur ein, die es ihnen erlaubt. Allerdings war es vor allem in der ersten und zweiten Ära sehr, sehr selten, dass ein Agonier seine Heimat freiwillig verließ. Während der ersten Ära waren es besonders die Chimer, die immer wieder Agonia versklavten, während in den späten Jahren der ersten Ära Piraten und Banditen aus dem ersten Kaiserreich das unzugängliche Land der Agonia als Versteck und Rückzugsort vor dem Gesetz nutzten. Diese Piraten und allen voran der berüchtigte Brahman der Rote terrorisierten die Agonia für lange Zeit. Und auch als Kaiserin Hestra im Jahr 1033 der ersten Ära Brahmans Kopf forderte und eine ganze Flotte von kaiserlichen Soldaten nach Schwarzmarsch aufbrach und auf Piratenjagd ging, wurde es kaum besser. Dies führte zu einer starken Abneigung der Agonia gegen alle außenstehenden Völker, seien es nun die sklaventreibenden Elfen oder die menschlichen Piraten, deren Stützpunkte und Routen später vom Kaiserreich genutzt wurden, das aber ebenfalls nicht gerade viel für die Reptilien übrig hatte. Trotz ihrer Abneigung nahmen aber auch die Agonia im Jahr 2200 der ersten Ära am Krieg gegen die Sloth teil, nachdem diese die therassische Plage über Tamriel gebracht hatten und damit fast die Hälfte der Bewohner des Kontinents ausgelöscht hatten. Verbündete wurden sie aber mit dem Kaiserreich dennoch nicht wirklich. Allerdings schafften es die Kaiserlichen auf der anderen Seite genauso wenig, jemals Schwarzmarsch wirklich zu erobern. Im Jahr 2811 der ersten Ära wurde zwar das letzte vereinte Heer der Agonia besiegt, doch das unwegsame und gefährliche Land von Schwarzmarsch konnten die Kaiserlichen dennoch nie wirklich kontrollieren. Rehman II. Versuchte es dann 2830 erneut und verlor ebenso viele Männer durch die natürlichen Widrigkeiten wie durch die Angriffe von argonischen Guerillakämpfern. Erst 7 Jahre später, nach einem blutigen Krieg, war es dem Kaiser dann gelungen, einen Teil von Schwarzmarsch tatsächlich zu erobern, wobei er das neue Land vor allem als Gefangenenprovinz nutzte. Allerdings
konnten die Argonier die Herrschaft des Kaiserreichs bereits zu Beginn der zweiten Ära wieder abstreifen, als Rehman der Dritte ermordet wurde. In der zweiten Ära läutete das allerdings eine neue Ära der Versklavung ein, als die Dunmer und vor allem Haus Drees das nun wieder unabhängige Schwarzmarsch ins Auge fassten und immer wieder angriffen und überfielen, wobei unzählige Argonier als Sklaven nach Morrowind getrieben wurden. Es heißt dabei aber, dass die Schamanen der Argonier als Strafe für die Elfen die Gnahaten-Grippe erschufen, eine Plage, die ab dem Jahr 560 der zweiten Ära ausbrach und für 4 Jahrzehnte auf Tamriel wütete und besonders schwer in Schwarzmarsch selbst. Dabei verschonte die Krankheit allerdings alle Argonier, tötete dagegen aber jeden Menschen oder Elfen, der davon infiziert wurde. Eine überraschende Wendung für die Argonier kam dann im Jahr 572 der zweiten Ära mit der Invasion aus Akavir. Diese bedrohte ganz Tamriel und es schien, als würden die Akaviri zumindest Tamriels Osten vollständig überrennen und jeden niedermetzeln. Doch dann schlossen sich die Nord-, Dunmer- und Argonier im Ebenherzpakt zusammen und wehrten den Angriff erfolgreich ab. Diese Allianz der drei Völker bestand auch später im Krieg der drei Banner gegen den ersten Altmeri-Bund und den Daggerfall-Bund im Jahr 580 und gegen die Bedrohung von Molag Bal im Jahr 582. Durch die Teilnahme an diesem Bündnis überwanden die Dunmer und Argonier schließlich ihre eigenen Konflikte und die Versklavung der Argonier endete offiziell, auch wenn Haus Drees weiterhin versuchte, Sklaven zu erbeuten und einzusetzen. Allerdings mit wenigstens etwas weniger Erfolg. Dann, im Jahr 896 der zweiten Ära, begann Tiber Septim mit seiner Eroberung von Tamriel. Allerdings beging er nicht denselben Fehler wie viele vor ihm und marschierte nicht einfach direkt in Schwarzmarsch ein, was ihn vermutlich hunderte von Männern gekostet hätte, die in den Sümpfen gestorben wären. Stattdessen übernahm er die Provinz durch ein Abkommen mit den Argoniern, wodurch diese in der dritten Ära ein Teil des Kaiserreichs waren. Aber selbst jetzt hatte kein Kaiser jemals wirklich die volle Kontrolle über die Tiefen der Sümpfe. Das Bündnis mit Cyrodiil half den Argoniern allerdings auch nur wenig, denn trotz allem wurden die Sklaverei von Haus Drees weiter toleriert und am Ende, im Jahr 396 der dritten Ära, brach mit den Dunmer ein neuer Krieg aus. Und auch diesen verloren die Argonier und wurden wieder zu Tausenden zu Sklaven gemacht. Wobei das Kaiserreich einfach nur zuschaute, da die Dunmer ihnen einfach bessere Bedingungen anboten, unter denen Morrowind ebenfalls eine Provinz des Kaiserreichs war. Allerdings untersagte dann König Helseth von Morrowind endgültig die Sklaverei in seinem Reich und die Argonier wurden endlich befreit. Und auch wenn sich dadurch die Beziehungen zwischen den Argoniern und den Menschen und den Elfen langsam wieder verbesserte, versuchten die Argonier dennoch immer wieder Land, das die Dunmer einst von ihnen erobert hatten, zurückzugewinnen. Dann kam die Oblivion-Krise. Und wie überall auf Tamriel öffneten sich auch in Schwarzmarsch die Tore nach Oblivion. Die Argonier hatten aber einen enormen Vorteil. Ihre Priester der Hist, oder besser die Hist selbst, hatten die Invasion vorhergesehen und alle Argonier waren für die Verteidigung ihrer Heimat versammelt worden. Und so standen diese zum Kampf bereit, als die Krise begann. Und es heißt, dass die Argonier die Daedra sogleich mit solch einer Kraft und Wut angegriffen haben, dass sie die Dämonen zurückdrängten und die Daedra die Portale in Schwarzmarsch freiwillig schlossen, um vor der Wut der Argonier zu entkommen. So gingen die Argonier aus der Oblivion-Krise vereint und stark hervor. Und als sie sahen, wie der Rest von Tamriel geschwächt war, sagten sie sich sogleich vom Kaiserreich los. Und als dann auch noch der Ausbruch des Roten Berges Morrowind erschütterte, nutzten sie auch diese Gelegenheit und nahmen Rache an ihren alten Feinden den Dunmer in einem Angriff, der als die Invasion der Argonier bekannt wurde. Während dieser eroberten sie Teile von Morrowind und plünderten viele Städte, wurden aber am Ende vom Haus Redoran aufgehalten und zogen sie schließlich wieder nach Schwarzmarsch zurück. Für den Rest der vierten Ära, bis heute, wurde es dann vergleichsweise ruhig und friedlich in Schwarzmarsch und die Argonier konnten ihre Unabhängigkeit bis jetzt bewahren, beschützt durch die Sümpfe ihrer Heimat und den Hist.
Die Hist spielt auch eine zentrale Rolle in der Kultur der Argonier. Wobei es sich bei der Hist um uralte Bäume handelt, die über eine Art Bewusstsein verfügen, das durch ein Netzwerk aus Wurzeln von Baum zu Baum verbunden ist. Die Hist darf man sich dabei aber nicht wie einen Menschen vorstellen. Diese Bäume haben eher eine Art Schwarmbewusstsein, denken also als eine monolithische Einheit, obwohl sie aus individuellen Bäumen bestehen. Das heißt, dass sich ihre Art zu denken extrem von der eines Menschen unterscheidet. So sehr sogar, dass man die Hist vermutlich nicht wirklich in Worte fassen kann. Die Argonier allerdings sind in der Lage, die Hist besser zu verstehen und haben eine sehr enge Verbindung zu den Bäumen, die sie als Zentrum ihrer Kultur respektieren und verehren. Andere Götter lehnen sie dagegen ab, obwohl sie behaupten, dass sie auch die Hist nicht als Götter anbeten, sondern nur als Zentrum ihres Seins respektieren. In der Sprache der Argonier, dem Jael, nennen sie sich auch selbst Sax-Heleel, was Kinder der Wurzel bedeutet. Besonders das Aufnehmen des Hist-Safts erlaubt es den Argoniern, am Bewusstsein der Hist teilzuhaben, was auch die Argonier untereinander verbindet, ihnen also ein Element von Schwarmintelligenz übergibt, obwohl sie noch weiterhin Individuen sind. Dadurch unterscheidet sich die Art, wie die Argonier denken, sehr stark von anderen Völkern. Und die Argonier sagen deshalb auch, dass die Hist ihnen eine Seele verleihen, die sie von den anderen Völkern unterscheidet. Was auch dazu führt, dass die Kultur und Gesellschaft der Argonier eine sehr eigene ist. So sind auch Argonier, die ohne diese Verbindung zum Hist geboren wurden, nicht in der Lage, sich wirklich in die Gesellschaft ihrer Brüder und Schwestern einzufügen. Sie verstehen die Gesten und Körpersprache der anderen nicht, können deren Emotionen nicht verstehen und nicht nachvollziehen und werden daher als arm und benachteiligt angesehen. Da auch Menschen und Elfen keine Verbindung zum Hist haben, erscheinen auch ihnen die Argonier als sonderbar und unverständlich. Und es ist ein weit verbreiteter Glaube, dass Argonier gar keine Emotionen haben, da es Außenstehenden unmöglich ist, diese ohne eine Verbindung durch den Hist zu verstehen. Daher fällt es den Argoniern auch so schwer, Vertrauen zu Außenstehenden aufzubauen. Dafür sind sie aber äußerst loyal und würden für einen Freund jederzeit in den Tod gehen, sobald dieses Vertrauen einmal besteht. Ansonsten ist die Gesellschaft der Argonier in verschiedene Stämme gegliedert, die in Schwarzmarsch verstreut leben. Auch diese hatten über die Jahrhunderte hinweg viele Konflikte, manche auch blutig. Doch die Argonier sind immer bereit, anderen zu vergeben, die auch mit dem Hist verbunden sind, da sie über den Hist alle eins sind, am Ende eine Einheit bilden. Und so sind sie der Meinung, dass jeder Konflikt durch den Hist überwunden werden kann. Grundsätzlich gilt diese Ansicht, dass es keinen Sinn hat, alte Fäden und Konflikte zu verfolgen, auch in Bezug auf andere Völker. Nur die Dunmer hatten es durch die Jahrhunderte der Sklaverei geschafft, der Wut der Argonier Dauer zu verleihen. Allerdings bilden die Stämme auch keine politische Einheit, was Schwarzmarsch oft militärisch schwächer macht als andere organisierte Reiche, wie den Altmeribund, Morrowind oder das Kaiserreich. Sie gelten dafür aber als Meister der Alchemie und sind für kunstvollen Schmuck bekannt. Auf der anderen Seite erbauten die Argonier aber seit der mythischen Ära und den Xan-Meer-Pyramiden keine großen Städte mehr, sondern lebten in Einheit mit dem Hist in einfachen Häusern und Hütten, in den Sümpfen und Wäldern ihrer Heimat in ihrer Heimat Schwarzmarsch. Wobei es auch vorkommt, dass sie unter Wasser ihre Häuser erbauen, wo sie sich besonders sicher fühlen, da es im Wasser kein Mensch oder Elf jemals im Kampf mit einem Argonier aufnehmen könnte. Eine Eigenschaft, von der sie vermutlich während ihrer konfliktreichen Geschichte oft Gebrauch machen mussten. Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Folge von Elder Scrolls Lore. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video in die Kommentare schreiben und Vorschläge für die nächste Folge. Und ich sage Tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal bei Elder Scrolls Lore.